Das Leben im Straßenverkehr ist gefährlich, doch welches Kind ahnt schon, welchen Risiken es auf dem Schulweg ausgesetzt ist? Situationen wie diese sind beinahe alltäglich und werden häufig unterschätzt. Jährlich werden nach Angaben der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung etwa 5000 Kinder auf dem Weg zur Schule verletzt. Dabei liegt die Dunkelziffer noch weitaus höher. Dass ausgerechnet Kinder die Gefahren im Schulbus und auf dem Weg zur Schule immer wieder unterschätzen, überrascht Experten nicht. Die Wahrnehmung von Risikofaktoren im Straßenverkehr ist bei Kindern deutlich erniedrigt. Einerseits durch die Körpergröße bedingt, dass also nicht alle Risiken wahrgenommen werden. Des Weiteren Seh- und Hörvermögen sind bei Kindern noch nicht so ausgebildet wie beim Erwachsenen. Die Sachverständigenorganisation DEKRA hat ihre bereits seit 10 Jahren bestehende Aktion Sicherheit braucht Köpfchen weiterentwickelt und einen Bus für spezielle Schülertrainings in den Dienst gestellt. Obwohl Busse eindeutig zu den sichersten Verkehrsmitteln für den Schülertransport gehören, bestimmen gefährliche Situationen den Alltag. Vor allem, weil Eltern ihre Kinder häufig völlig unvorbereitet auf den Schulweg schicken und sich selbst überlassen. Die Aktion setzt also auf Nachhaltigkeit und die Sensibilisierung der kindlichen Sinne. Ich glaube, gerade die Aktion mit der Polizei gemeinsam, dass wir mit der Polizei gemeinsam auftreten, das heißt, dass wir unterstützen, das ist, glaube ich, zeigt viel, viel mehr Wirkung an dieser Stelle. Und wenn wir entsprechendes anschauliches Material dabei haben, wie den Bus, wie ein LKW, dann bleibt das bei den Kindern besser hängen. In der Praxis basiert das Konzept auf einer engen Zusammenarbeit mit Polizei und Schulen und kann über jede Niederlassung eingesetzt werden. Hier vertiefen die Polizisten das vermittelte Grundwissen im Unterricht und stehen den Schülern Rede und Antwort. Ganz von allein kommen die Kleinen auf ihre größten Probleme beim Busfahren zu sprechen. Beim Aussteigen, da wird dann ab und zu gedrängelt und dann ist es auch schon mal vorgekommen, dass dann so geschubst wurde, dass manche rausgefallen sind. Schwere Stürze müssen oft notärztlich behandelt werden. Gerade der kindliche Körper ist besonders empfindlich und langwierige Behandlungen sind die Folge. Egal ob Kinder nun stürzen, durch den Bus geschleudert oder von einem anderen Fahrzeug erfasst werden. Das Skelett ist bei Kindern natürlich noch nicht so entwickelt und so stabil wie bei den Erwachsenen. Und das Risiko, dass innere Organe wie Milz, Leber, Darm verletzt werden, ist bei Kindern deutlich erhöht, weil sie sich noch im Wachstum befinden. Schon das richtige Einsteigen in den Schulbus will gelernt sein. So ist es falsch und das Risiko, dabei verletzt zu werden, besonders groß. Bei der Präsentation des DEKRA-Schulungsbusses zeigen Polizisten, wie es richtig geht. Am besten schön der Reihe nach, das ist sicherer und geht auch viel schneller. Denn vor allem das voreilige Herannähern an den Bus ist gefährlich. Die Beamten demonstrieren, wie riskant das ist. Wir sind erschrocken, entsetzt, dass sowas passieren kann, eben durch Unachtsamkeit. Und auch das Beispiel soll ja zeigen, dass Knochen eben nicht hart sind wie Stahl, sondern dass sie eben weich und zerstörbar sind und eben verletzbar. Aber auch im Schulbus selbst kann es schnell zu Verletzungen kommen. Es reicht schon eine plötzliche Bremsung aus geringer Geschwindigkeit, wie hier bei Tempo 20. Schon sie führt dazu, dass Kinder durch den Bus geschleudert werden können. Bei der Aktion geht es aber auch um den berüchtigten toten Winkel. Kaum ein Kind kann sich vorstellen, wie schwer es für einen Lkw-Fahrer ist, einen vor dem Lastzug herlaufenden Schüler rechtzeitig aus seiner Kabine heraus zu erkennen. Das Probesitzen im DEKRA-Lkw zeigt, von hier aus sieht man zwar vieles besser, aber noch längst nicht alles. Auch die Wege, die ein LKW beim Abbiegen benötigt, werden oft falsch eingeschätzt, vor allem bei Anhängerfahrzeugen. Mit Hilfe der Polizeibeamten und mit in Schuhen und Stiefeln gesteckten Kartoffeln wird vermittelt, dass selbst der Gehweg ein gefährliches Pflaster sein kann und es Sinn macht, stehen zu bleiben und den Abbiegevorgang in Ruhe abzuwarten. Man muss den Verkehr beobachten und was noch ganz wichtig ist, wenn es eben geht, guckt in das Cockpit des Busses oder des LKWs. Wenn nämlich der Fahrer euch sieht, ihr seht ihn, dann sieht er euch auch. Das ist ganz wichtig, immer Blickkontakt aufnehmen. Die Aktion zur Schulwegsicherheit zeigt eindrucksvoll das perfekte Zusammenspiel von Polizei, Schule und DEKRA mit praxisnahen Tipps, wie sich Unfälle auf dem Schulweg verhindern lassen.
Ein Training, das ankommt und bestimmt Schule machen wird.